Liebe Leute, herzlich willkommen aus Dortmund. Heute geht's richtig hoch in die Lüfte, denn wir wurden von Microsoft eingeladen, nicht nur den Flugsimulator virtuell zu erleben. Nein, nein, nein. Wir dürfen auch heute mit einer Cessna fliegen und der Erik, der ist schon ganz wild drauf. Ja. Hallo. Der Erik hat mir eine E-Mail geschrieben, Leute, hat gesagt, wisst ihr, ich habe schon vieles gemacht. Ich bin nackt auf den Berg geritten. Ich bin Russe, ich weiß gar nicht, was Probleme sind. Und heute? Heute habe ich nämlich dem Fluglehrer 50 Euro versprochen, wenn er bei Dennis ein paar fette Loopings locker, macht. Leute! Absturzsituation, Brände und einmal mitten durch den Wald fliegen, ja. Ohne Flügel. Das ist die Prämisse. Heute Challenge-Time für Dennis bei ihm auf dem Kanal, für euch, für die Zuschauer, die er so liebt. Heute kann er es beweisen. Und das Schöne ist, Leute, ihr könnt das aus zwei Sichten sehen. Beim Gronkh gibt es auch ein Video. Also ich kann es euch nur empfehlen, da reinzugucken, denn ihr werdet den Erik heute scheitern sehen. Jemand will brechen. Bei mir ist die Moderation aber ein bisschen cooler, finde ich. Also Leute, ich würde sagen, es geht ab in die Lüfte. Bevor es jetzt aber ins Flugzeug geht, dürfen wir vorher noch mal kurz den neuen Flight Simulator austesten. Und zwar nicht einfach nur an irgendeinem Rechner oder sowas mit Maus und Tastatur, nee. Sondern der Herr Wert, der zeigt Ihnen das mal. Gehen Sie mal rein, Herr Dorr, gehen Kommen Sie mal rein. Mit, wie bei Crips. Also, wir haben hier ein wunderschönes Setup. Ja, Joystick, Bonbons. Die habe ich extra schon mal für nachher für Atemfrisch. Ah, so, ich habe gedacht. Schubregler haben wir und Pedalen. Um eine Cessna gleich in Dortmund zu starten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich das Beste vom Besten. Ich habe zahlreiche Kommentare gekriegt. Und das Coole ist, wenn man sich das kauft tatsächlich, ist alles vorab schon eingestellt. Fand ich richtig gut. Anschließend loslegen. Der Stuhl und das Gestänge hier unten, das ist alles Custom Work. Davon gibt es nur 10 in Deutschland. Oder ich glaube 10 insgesamt auch nur. Das kannst du nicht mal eben so kaufen. Hier waren jetzt auch noch 5. Das ist natürlich auch sehr geil. Der Co-Pilot. Liebe Leute, nachdem der Erik uns ja gezeigt hat, wie man EDI fliegt, bin ich ja nun dran. Ne? Denn ich fliege ja nachher auch mal eine Runde. Und im echten Flugzeug. Das sehen wir noch. Das ist ja alles umgerissen gerade. So, das geht erstmal hier ran. Und wir haben einen Fluglehrer dabei. Ne? Schön, dass wir den gerade nicht dabei hatten. Vielen Dank. Ne? Jetzt. Dankeschön. So, stellen Sie sich mal kurz vor da hinten, bitte. Ja, ich heiße Christoph Helm und ich bin Ausbildungsleiter hier an der Dortmunder Flugschule. Und ich fliege halt schon seit 14 Jahren. Ja, okay. Ja. Wert? Ja, bitte. Wie sieht's aus? Was haben Sie gemacht nach der Landung? Tower anfunken, dass wir bitte starten dürfen. Tower schon Foxtrot. Du drückst irgendwas. Ja, ich habe den Tower angefunkt. Ach so, okay. So, wir machen mal Schub hier, oder? Ja. Warum ist der Propeller wieder ausgegangen? Die Blamage! Entschuldigung, Moment. Ich glaube. Nein, nach vorne. Ich habe das Problem gefunden. Ich glaube, das Problem ist, die sind falsch rum eingestellt. Ist, glaube ich, kein Witz. Moment. Was? Oh, okay. Okay, Start. Warum geht das Flugzeug nicht an? Moment. Ah, die Batterie war nicht an. Ja, also. Ja, gut, das hätte man aber vor dem Start prüfen müssen. Hätte der Pilot vorher mir mal sagen können, ne? Ich weiß, du bist der Pilot. So. Jetzt aber hier. Warte mal. Ich glaube, dass sie mir vorhin gesagt haben, dass das falsch rum eingestellt ist. Ich glaube, so ist richtig. Nee. Doch. Ja, ja, im echten ist das so, aber hier ist es falsch rum eingestellt. Ja, jetzt siehst du. Ja, ich komme öfter her. Dann sind wir ruhig da hinten. So. Das ist so schön. So. Bei 60 dürfen wir hochgehen, habe ich gelernt. Wir sind jetzt bei 40 Knoten. Ja, sehr gut. Sehr lange können Sie alles in Ordnung. Haben wir alles im Blick? Ja, alles gut. Startet auf dem Hammer. Mal hoch. Oh, nicht so holperig. Ja, das ist schön hier, gemütlich. Guck mal. Kaum Wind hier. Siehst du, das hängt nach unten. Alles richtig. Hängt nach unten, sagst du. Wie Mittwochs immer. Gestern war. Wie Mittwochs immer. So. Schub hier. Wir brauchen ein bisschen Tempo auf dem Kessel hier. So,
So, heutiger Plan, Ballermann oder was? Ich hab mal richtig durchgezogen. Ein Sangria folgt auf den nächsten. So, und danach schön ins Intercity Hotel, da müssen wir hin. So, was ist das für ein Tag, Leute? So, Verbindung unterbrochen. Aber das ist egal. Da müssen wir die Internetverbindung einstellen, Herr Wert. Kannst du mal einmal rauspusten. Das ist kein Problem, alles gut. So. Gut, da piept was. Das könnte denn? Doch wohl sein, Herr Wert. Bist du langsam. Zu langsam? Oh, da brauchen wir ein bisschen Schwung hier. Oh. Ja, sehr gut. Ja, was haben wir denn hier zur rechten Seite? Das Komplex da. Ja, die ist links. So, ich will schon ein bisschen Schwung wieder mitnehmen hier. Ne? Und dann jetzt, was gucken wir uns denn heute an? Ich habe mir überlegt, wir werfen mal so einen Blick über das wunderschöne Dortmund. Ne? So, da ist die Pferderennbahn, ne? Ja, schön hier, oder? Was machst du denn jetzt? Oh. Nee. Lass mal gucken, was machen wir denn heute hier? Heute ist, für heute wurde, glaube ich, Sturm angesagt, ne? Sturm. Habe ich gehört. Ah, oh, das ist doch kein Problem. Ja gut, da kannst du mal durch. Ja, da, also ich meine... Das war ja vorhin original so. Bisschen schon... Achso, ich dachte, das ist... So, ich schwund jetzt immer. Dennis? Das sieht alles gut aus. Du musst gucken, wo es blinkt. Da ja, ist der ich Tower. Muss einfach nur die Höhe halten. Was haben wir denn hier? Nase, guck mal hier, Horizont, siehst du? Da, alles gerade, ne, Geschwindigkeit stimmt. Guck mal, ich will auch mal ein bisschen rumspielen. Ja, spiel mal rum, dann mach mal. So, Vorder, so. Die Vorder Experience. So ist gut. Das ist es. Gewitter und Sonnenschein, da sehe ich mich. Das ist halt Dortmund. Ist das hier ein Kanal hier unten links oder ist das die Autobahn? Das ist der Kanal, ne? Warte, muss einmal kurz atmen, das Spiel. Warte mal, auch mit dem Spiel machen. Ja, ich probiere ein bisschen Gott aus. So, wo ist denn jetzt der Flughafen? Warum blinkt hier alles? Wo ist denn der Flughafen? Müssen wir nach rechts. Nach rechts, bitte. Blitze sind der Tower Gottes, Dennis. Ja. Herr Wert, Entschuldigung. Bitte, wir haben ein bisschen Respekt an Bord hier. Der alten Betty hier, ne? Flugplatz Carmen Herren. Guck mal, da kommen wir noch landen. Gibt es das Klischee, dass Piloten koksen? Okay, da landen wir nicht. Gibt es das Klischee, dass Piloten koksen? Ich habe nie gehört. Ja? Schon mal, ja. Um wach zu bleiben oder um Partybus zu machen? Da lacht er nur. So. Die 70er. Boah, das sieht aber toll aus. Also wirklich jetzt, ne? Wirklich gut aus. Sail away, dream your dream. Ich sehe nix! Ja, Dennis, ich mach doch gerade. Lass mich doch. Hallo, mal, wir sind gerade am Fliegen. Wir haben gerade Passagiere neu, bei ich uns. Ich bin neu in diesem Gott-Business. So, guck mal. So, liebe Leute, jetzt sitzen wir hier im wunderschönen Cessna-Rennen. Gibt es auch im Flugsimulator 2020. Und ihr wisst ja, wir waren ja gerade im Spiel und jetzt sind wir hier im Real Life. Und Leute, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Der Florian, der neben mir sitzt, ist jemand, der nicht nur hier mit der Cessna gelernt hat. Du hast ja mit der Cessna gelernt, gehe ich mal an. Ja, absolut. Ja. Und jetzt fliegst du den Airbus A320 inzwischen, richtig? Mhm, richtig. Und erzähl doch erstmal ganz kurz ein bisschen was zu deinem Werdegang. Also angefangen mit Fliegerei habe ich mit 15, bin da mit Segelfliegen angefangen und seitdem gab es halt nichts anderes mehr als Fliegen, Fliegen, Fliegen natürlich. Also kannst du, denke ich mal, nachvollziehen. Absolut. Ja. Was war das für dich der erste Moment, als du durch eine geschlossene Wolkendecke geflogen bist und dann hast du den schönen Himmel gesehen, die Wolkendecke unter dir? Das muss ja atemberaubend gewesen sein. Absolut, natürlich. Das ist unbeschreiblich. Also wenn du das erste Mal so siehst, dann... Dann funkeln dir garantiert die Augen. Glaube ich dir, ja. Also ein absoluter Traumjob, Leute. Und wir sitzen heute hier drin und wir haben das Privileg, haltet euch fest, während im Hintergrund gerade eine Maschine hier am Dortmund Airport startet, selber teilweise fliegen zu dürfen. Denn das ist eine Maschine, womit gelernt wird. Ja? Erzähl mal ein bisschen was zu den Instrumenten. Das sieht alles sehr angsteinflößend aus. Ja? Das hier ist Schub, glaube ich, richtig? Das ist der Gashebel sozusagen. Ja. Dann haben wir hier das, die Trimmung, richtig? Ja, genau, das ist die Trimmung. Okay, Ruder? Ja, das sind die Seitenruder quasi, ja, Seitenruderpedale. GPS? Ja. Sonst Licht? Genau, die weißen Knöpfe hier, damit steuert man die ganzen Lichter. Mehr weiß ich nicht. Mehr weiß ich nicht, okay. Ja. Ja, ganz wichtig wäre natürlich noch hier das hier. Ja, klar, ja, okay. Also, ja, wenn du da rausguckst, links, rechts, was sich da gerade bewegt, die Querruder. Okay. Und Höhe ist dann das Höhenruder. Genau, hinten, wenn du jetzt nach hinten guckst, da bewegt sich das Höhenruder mit Höhen und Drücken und so weiter.
Was muss ich denn beachten gleich? Erklären wir das mal. Ich sitze hier dann hier und dann, was soll ich tun, damit ich mich nicht übergebe? Das ist ja prinzipiell die erste Frage, weil wenn man in ein Flugzeug einsteigt, das ist ja heutzutage so modern und man hat ja den Autopiloten und so und hier ist ja alles wirklich, dass du das ja wirklich komplett manuell alles steuerst, analog. Ja, du spürst das natürlich sehr viel direkter alles. Mhm. Hier ist keine Elektronik oder sowas dahinter, sondern alle Steuereingaben sind quasi mechanisch direkt mit den Rudern verbunden. Das heißt, du hast natürlich ein ganz anderes, direkteres Gefühl. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, zurücklehnen und genießen. Ja. Und das Coole ist, der liebe Florian, der wird in einem Begleitflugzeug mitfliegen. Das heißt, wir haben zwei Flugzeuge parallel in Luft und ein Flugzeug filmt uns, wie wir dann fliegen. Und das andere, da sitzen wir halt einfach drin, Leute, und dürfen höchstwahrscheinlich, weil es in der Flugschule ist, auch mal selber vielleicht mal ein bisschen schwenken. Ja? Hast du noch irgendeinen Tipp für mich, bevor es losgeht? Warst du vorher auf Toilette? Das klingt nicht gut, Leute. Ich würde da mal sagen, ab in die Luft. So, Leute, jetzt geht's auch schon los. Wir stehen hier in der Cessna und da geht's jetzt rein. Ich bin der Erste, der fliegt und ich möchte nur ganz kurz Richtung Gewitterwolke mal zeigen. Dennis, schön mit dir, Dennis. Ich hab's hinter mir, wenn du es noch machen musst. 50 Euro für den Piloten. Und der Pilot hat gesagt, er nimmt erst den leichteren. Putzi, ab nach hinten mit dir. Der Putzi, der filmt nämlich für mich. Nee, ich muss nach hinten ran. Du musst nach hinten, ja. Aber wie? Du musst den nach vorne. Jetzt ist die Challenge. Alter! Ich hab Angst. Time to say goodbye. Meine Damen und Herren, der Captain weist heute auf die Sicherheitsbestimmung zu. Alles funktioniert 1A. Und ich kann Ihnen nur sichern, wir werden heil durch die wunderschöne Gewitterwolke fliegen. Es fängt schon an zu regnen. Da fühlt man sich doch glatt sicher. Putzi, wie geht's dir? Ja, noch. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Also wer den Channel hier übrigens mal im Auge haben oder im Auge hat, der wird sehen, dass ich im letzten Video auch schon was gemacht habe, wo ich mich über meine eigene Hemmschwelle überwindet habe und etwas gemacht habe, wo ich auch gesagt habe, das würde ich niemals machen und jetzt sitze ich in einem Flugzeug. Aber ich bin mir sicher, das wird alles gut gehen. Also drückt mir die Däumchen und viel Spaß mit den wunderschönen Aufnahmen, liebe Leute.
Leute, ich bin zwar jetzt nicht, ich bin jetzt kein Pilot, aber wenn dein Pilot zu dir eiskalt in der Luft sagt, wo ist denn der Flughafen und ich wurde nur für Starten und Landen bezahlt, dann weißt du, jetzt hast du ein Problem. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht und man muss, ich habe so viel Respekt davor, weil jede sensible Bewegung sorgt dafür, dass das Flugzeug sich direkt bewegt und man, also wirklich das Minimalste. Unfassbar krasse Erfahrung, also ich ziehe echt meinen Hut und wir sind mit einem Begleitflugzeug geflogen, ich glaube, Putz jetzt auch gefilmt, denn wir haben zwei Aufnahmen parallel gemacht. Also danke Microsoft für dieses krasse Erlebnis. Aktuell, ich weiß nicht, was in meinem Leben los ist, so viele verrückte Sachen. Und danke an den Putzi, der gefilmt hat, Leute. Däumchen für Putzi hoch. Also hier ist ja der Anflug dann gewesen. Genau, ne? Und das nächste Mal würde ich sagen, wir fliegen über Duisburg, Düsseldorf nach Solingen. Und da müssen wir Langen einstellen hier auf jeden Fall. Ja, das finde ich ganz gut. Ach, da seid ihr ja schon. Oh, das, Mann, das ist natürlich unangenehm. Oh, wir planen gerade schon unsere nächsten Reiseausflüge. Wir haben Flugschein. Wir haben erfolgreich Flugschein gemacht. Gar kein Problem mit dem Microsoft Flight Simulator. 2020. Jetzt schon im Handel und auch im Xbox Game Pass erhältlich. Herr Werth, was sagen Sie denn dazu? Ist ein absolutes Träumchen, denn ihr könnt euch den Xbox Game Pass für wie viel holen? Eigentlich schon für 1 Euro. Normalerweise 3,99 Euro im Monat, aber Probe aber schon 1 Euro. Das heißt Microsoft Flight Simulator. Es wird gerade sehr windig für 1 Euro. Den nächsten Flugzeug während wir hier diesen Werbesprech machen. Aber eigentlich wollten wir wollten eigentlich Tschüss sagen. Es war so ein geiler Tag heute. Das boah, stimmt. Wir sind geflogen noch und nöcher. Wir haben so viele Höhenflüge gehabt. Aber wir sind auch immer wieder bodenständig gelandet. Ja? So wie es in dieser Branche auch üblich ist. Beides sehr bodenständige Menschen, aber immer mit dem Blick zum Horizont. Toll. So. War auf jeden Fall ein schöner Tag und man muss sagen, wir sind exzellent geflogen, nicht nur im Flugsimulator, sondern auch im Real Life. Und ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt, genau der Putzi auch, der saß da drin, Leute. Der saß bei mir, als er mit mir geflogen ist, so. Der war bewusstlos und ich war komplett verwässert. Ne? Ich war entspannt. Ja. Für mich war es kein Problem. Hat echt Spaß gemacht. Also das Fliegen auch in der richtigen Maschine hat Spaß gemacht. Guten Abend. Kommen Sie bitte rein. Kommen Sie bitte rein. Hier ist, wir machen hier so Dinge einfach. Alles klar. Kein Problem. Nichts Wichtiges. Ist nicht schlimm. Alles klar. Vielen guten Flug wünsche ich, ne? Danke, wünsche ich euch auch. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Dann machst du mit meiner Frau zusammen dann. Alles klar. Tschüss. Was machst du mit der Frau? Was mache ich mit der Frau zusammen? Was? Ich hab's nicht verstanden. Jedenfalls, aber sehr netter Mann. Ja, jedenfalls, ja. Keine Aufnahme heute, noch glatt nichts funktioniert. Ja, machst du mit meiner Frau zusammen. Tschüss, Bart. So, das war Dortmund. Vielen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Microsoft bucht uns nochmal. Hallo Microsoft, es war sehr schön. Ich bin dafür, Leute, noch eine Sache. Wenn ihr der Meinung seid, dass der Erik öfter solche wunderschönen Vlogs macht, dann sagt ihm das mal bitte in den Kommentaren. Macht ein Däumchen hoch, lasst gerne ein Follow da und aktiviert natürlich die Glocke. Aber auch natürlich beim Dennis auf dem Kanal. Oh. Dennis, ist der Kanal Dennis Wert? Dennis Wert heißt der Kanal. Dennis Wert. W-E-R-T-H. Dennis Wert und dort fährt er immer mit allerlei Immobilien? Dort fährt er mit Immobilien durch Deutschland. Leute, und wenn ihr der Meinung seid, der Flugsimulator ist toll, dann lasst es uns ebenfalls wissen. In welche Stadt sollen wir denn mal fliegen? Vielleicht gibt es ja bald mal einen Stream, dass wir zusammen mal fliegen. Hätte ich voll Bock drauf. Ne? Und wohin sollen wir denn dann fliegen? Schreibt es ebenfalls mal gerne in die Kommentare. Hätte ich voll Bock drauf. Und ich sag jetzt mal, ne? Vielen Dank, Dortmund. Ja, Ihr Beifall ist gerechtfertigt. Sie haben recht, da hinten Sie. Und Sie auch. Ja! Toll! Dortmund! Toll! Und startet den Propeller ab nach Hause. Tschüss! Ciao!